Nochmal an dieser Stelle, dieser Test ist natürlich rein objektiv, ja. Und wir spielen die History Edition. Das ist kein Remake, sondern ein Remastered. Sprich, das Spiel ist für die aktuellen Systeme angepasst. Ich klicke nun mit meinem Mauszeiger. Ja. Alter, das Bild. Nice ass. Alter, schön Plattenpanzer. Ne? Schaut euch die Schattierung des Pferdes an. Ein Augenschmaus. Alter, ey. Der war pumpen, Junge. Johannes Lukas. Damals der absolute Banger. I believe. Da waren Muckis nur viereckig. Geile Cutscene, Bruder. Gut, also, anscheinend hat man nur Mission, Mission 1, anscheinend sind wir der Ritter, weil der war jetzt eben auch im krassen Intro, und anscheinend ist die Braut hier unser Feind, und ich schätze, die blaue, grüne und rote Leiste sind so Stats, die ich vielleicht noch ausführen werde. Hier unten kann ich nichts anwählen, vielleicht schalte ich das noch frei. Das könnte Map-Editor sein. Ja, I don't know. Ich klicke einfach mal Start und... Ja. Sage, let's go. Okay, wie bewege ich... Okay, Kamera bewege ich mit Rechtsklick gedrückt halten. Ich habe keine Minimap. Gut. Also wir reden hier von 1993, ne? Nur nochmal für alle, die jetzt gerade reinkommen und denken, what the hell is happening? Also in der Nähe vom Gebirge wäre auf jeden Fall gut. Hier sind, ja. Ich weiß nicht, was die Kreuze sind, ob da Vorkommen sind. Ansonsten, ich glaube, das ist Stein und das Holz. Dann würde ich hier meine Burg setzen, oder? Sind das hier nochmal jetzt Optionen? Kann ich hier drüber hafern? Was ist das alles? Okay, let's go. Was muss ich tun? Scheiße, was muss ich machen? Linksklick? Ich glaube, hier stelle ich die Setups ein. Hier ist die Minimap. Ehre. Okay. Ja, dann vielleicht eher so in der Ecke. Oh. Aha, hier ist... Hä, nee, wo bin ich jetzt? Da ist der Gegner. Was ist denn... Ist das mein Ausschnitt? Ich bin so verwirrt. Da war Grenze. Hier ist ein Gegner.
Ich bin irritiert. Ist das mein Ausschnitt, oder? Boah, Leute, es ist ein Kaltstart, ne? Gibt es mehrere Gegner? Ich habe so viele Fragen. Okay, das ist Zoom. Gut, Minikarte. Die legt schon los. Scheiße, Bruder. Hä? Es gibt übel viele Gegner. Okay, ich glaube, ich muss jetzt einfach mal loslegen. Oh Gott. Ja, hier. Da, bauen. Okay. So. Haus. Oh mein Gott. Soll ich das bauen? Ich weiß nicht, welches Haus das ist. Die Karte wiederholt sich. Lol. Die loopt. Ich scroll hier durch. Was ist jetzt für eine Hütte, Alter? Ah! Das Stein, das Holz? Ja, wait. Okay. Holz. Stein. So. Wie mache ich jetzt eine Straße? Ah, Straße. Ich glaube, hätte ich Siedler... Ah. Hätte ich Siedler 2 gespielt? Okay, nice. Es gibt kein Tutorial irgendwie. Okay, jetzt rennen die dahin. Alter, was passiert hier? Okay, ich glaube, ich muss mehr auf den Chat achten, weil ich glaube, haben wir ein paar Siedler-Pros? Also ich... Försterei? Was ist hier Försterei, Leute? Das rechts oben? Nee, da. Da ist ein Bäumchen dran. Zack. Nein! Abbrechen. Kann ich das wieder löschen? Wie kann ich das löschen? Rechtsklick? Ah, das war jetzt falsch. Kann ich das löschen? Rechts neben dem Baumenü. Danke. Fahnen auf dem Weg setzen. Okay. Warum? Was bringt das? Leute, ihr seid jetzt mein Tutorial. Okay, wie lange brennt das da jetzt? Holy shit. Okay, wait a minute. Ich muss jetzt hier mal Gas geben. Fahnen bringen Träger. Gibt es mehr Träger? Weniger Warenstau. Alter, ihr seid so Pro. Wieso kennt ihr alle das Game? Okay. Okay, okay. So. Also Fahnen sind wie Wohnhäuser oder what? Kriegt ihr euch mehr Träger? Ihr meint, es sind da mehr Träger da so unterwegs, oder wie? Die laufen quasi immer... Jeder Träger rennt so von einer Fahne zur anderen. Also, er ist zuständig für den Bereich. Dann gibt es ihn hier, der ist für den Bereich zuständig und so weiter. Nice. Okay. Aber ich habe nicht immer eine Möglichkeit... Wahrscheinlich immer bis zu einer Biegung, wa? I don't know. So, hier ist eine Försterei, hier ist Holzfäller. Dann kommt hier noch ein Holzfäller hin. So. Fahne. Weg. So. Also hier kann ich nur irgendwie die Straße trennen. Durchschneiden. Whatever. Whatever, wherever. Tatsächlich, die loopt sich. Ey, wait, dann will ich mal ranzoomen. So, das ist die Map, ja? Quasi. So, was macht mein Feind? Alter, wir sind ja Haus an Haus, ne? Scheiße, Bruder. Okay, jetzt brauche ich ein Sägewerk. Das mache ich hier hin. Ja. Leertaste? Was ist das? Was bringt Leertaste?
Also. Geh nicht. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Tut mir leid, wenn alle Leertaste spammen ohne Kontext, bringt mir das nichts. Was ist denn hier jetzt ein Sägewerk? Ich hätte gerne eine Beschriftung. Ja. Nein! Abbrennen. Ihr seid aber Siedler 2, kann das sein? Deine Leertaste ist kaputt. Ja, genauso wie die F11-Taste und Alt-Enter. Stufe 2 Gebäude ist Sägewerk. Kann ich das aufrüsten? Nee. Okay, Leute, ich lasse das jetzt mal auf. Was ist das Gebäude? Links, nee, was ist links oben das Gebäude? Stein, richtig? So, das ist Holz, ist klar. Försterei, Mühle, okay. So. Was ist rechts oben? Warum wird einem das denn nicht erklärt? Wahrscheinlich im Handbuch, ne? Damals gab es ja mal Handbücher. Ein Wachturm, okay. Was ist das? Ganz rechts. Da sagen jetzt alle was anderes. Fischer, Bäcker, Fischer, Brunnen. Leute, bitte nur dies wissen! Ich mache jetzt hier das Handbuch auf von Siedler 1. Ihr seid, also ich hasse diesen Dreckschat, diesen Primaten. Siedler 1 Handbuch. So. So. Okay, das ist ganz schön viel Text. Scheiße, Bruder. Okay. Das hier ist ein Fischer. Der macht Nahrung wahrscheinlich. Nahrung bauen wir. Bin ich mir sicher. Hier kann ich eine Fahne setzen, Ehre. So. Huch, nein, nein, nein. Nein! Was tue ich? Ich will keine Fahne mehr. Baumenü. So. Das hier ist... Die sehen hier viel kontrastreicher aus, irgendwie. Tja, das hat so einen Mast. Ist hier irgendwie nicht aufgeführt. Grundgebäude. Im Prinzip gibt es nur ein Gründungsgebäude, das Schloss. Es ist auch das einzige Gebäude, das nicht nur kostenlos ist, sondern auch noch Waren und Siedler mitliefert. Da das Lager aber dieselbe Funktion aufweist, wird es mit unter den Grundgebäuden aufgeführt. Außerdem ist das Lager ja oftmals das Grundgebäude eines neuen Industriezweigs in der Siedlung. Okay. Okay. Mit Siedlergebäuden für das Bauwesen, das ist dieses Menü, kommt man direkt in Kontakt. Das Schloss beinhaltet eine kleine Menge Steine und Bretter. Wo sehe ich denn das? Wie viel ich in dem Schloss habe? Das wäre auch nochmal eine schöne Info, ne? Nehmt zunächst eine Produktion von Baumaterialien gebaut werden muss. Okay. Gut. Forsthaus sorgt dafür, dass dem Holzfäller immer genug Bäume zur Verfügung stellen. Holzfäller fällt für das Sägewerk die Bäume. Er benötigt immer genug Bäume. Schreiner. Im Sägewerk wären Schreiner die vom Holzfäller bereitgestellten Baumstämme zu Holz verarbeitet. Ja, es muss ja dann das hier sein, oder? Ja. Wir probieren das einfach aus. Scheiße, Mann, jetzt habe ich das ja hingesetzt. So. Nicht? Geht doch. Hier noch eine Fahne. Zack. Gut. Okay. Gut, das ist alles wie bei den anderen Siedlerteilen so grob, ne? Tendenziell. Sorry, ich lese mir jetzt einmal das Dings durch. Das war keine Säge. Es war eine Werft. Scheiße. Ihr habt recht, ich sehe es gerade selber, weil da war eben das Gebäude, was wir hier im Handbuch war. Warum ist das Sägewerk denn in einem anderen
Aber es ist kein Grundgebäude, ist wahrscheinlich. Also hier im Handbuch ist es als Grundgebäude aufgeführt. Dann machen wir das jetzt einfach mal hier hin. Kann ich nicht bauen. Alter. Lol, die gehen außerhalb des Gebiets. Das ist ja crazy. So. Okay. Das ist der Schreiner. Zack. Okay. Puh, gut. Getreide. So. Jetzt die Siedlergebäude für die Nahrungsmittel. Neben der Schwerindustrie ist die Produktion von Nahrungsmitteln der zweite. Das Wegesystem intensiv beanspruchende Zweig. Was? Ach so. Okay. Deutsch. Entsprechend ausgebaut sollte das Wegesystem rund um die Nahrungsmittelgebäude sein. Außerdem sollte an ausreichend Lage gedacht werden. Doch Vorsicht. Die Getreidefarmen brauchen unbebauten Platz, um ihr Getreide anzubauen. Auch ein Weg wird von Bauern versehen. Ja, das ist ja alles so wie bei Siedler 3 und 4. Tendenziell. Das heißt, braucht Getreidefarmen. Für Mühlen, Bäckereien, Schweinefarmen, Schlachter, Fischerhütte. Okay, es war gut, dass ich das einmal gebaut habe. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Stein und Holz für das Sägewerk noch, weil sonst bin ich ja jetzt schon Game Over. Okay, ich gehe mal kurz zurück zu euch, dem Chat. Gibt es eine Möglichkeit einzusehen, wie viel Ressourcen ich habe? Beide Maustasten auf das Schloss. Ihr seid so Pros, Bruder. Wir haben 128 Bretter, sehe ich das richtig? Und 75 Steine? Crazy. Hä, dann ballern wir jetzt alles zu. Raus. Nee, ich will gar nicht fahren. Hä? Ich will ein Gebäude bauen. Zwei Holzfäller für eine Försterei, wa? So. Jetzt wird gebaut. Ehre. Guck mal hier. Ich bin Pro. Scheiße. Wieso kann ich hier nicht nach unten bauen? Hä? Jetzt schneiden wir mal auf. Ich bin Pro. So. Du jetzt noch da. Warum nicht? Ah, fehlt eine Fahne vielleicht? Ich hab's gecheckt. Ja, bitte verzeiht mir, ne? Also, hier wird mir ja komplett reingeschmissen. Und ich habe wirklich weder Siedler 2 gespielt, noch Siedler 1. Ich habe übrigens gar keine Meinung und gar keinen Plan von Siedler 1. Habe ich nie irgendwo gesehen, nie mir angeschaut, selber gespielt, irgendwas. Verzeiht mir bitte, dass ich mir hier so ein bisschen schwer tue. Aber das ist jetzt schon sehr viel, ja, herauszufinden, ne? So, wie ist es denn, brauche ich denn irgendwie Wohnhäuser oder so? Anscheinend nicht. Kommen die da endlos raus, so viel wie ich brauche? Kommen da einfach immer, wie viel ich Bedarf habe, Leute raus, ja, aus dem Schloss. Krass. Okay, ich würde sagen, wir bauen noch ein Steinmetz, bin ich ehrlich. Wait, wir bauen hier einen Wachturm hin. Damit, weil ich glaube, ein Wachturm müsste doch das Gebiet erweitern, richtig? So. Also eine Fahne oder eine Flagge ermöglicht es einem, Straßenbereiche zu erschließen. Und gleichzeitig sind es so Laufposten von den Trägern.
Muss ich irgendwie einstellen, dass ich... Nee, jedes Gebäude hat einen Bauarbeiter. Es gibt auch keine Planierer. Alter, Bruder. Oh, der hat schon gut... ich snitch mir um das Gebirge. Scheiße, jetzt habe ich irgendwo hier einen Turm hingesetzt, oder? Nee, ich glaube, ist alles gut. So. Muss ich mal echt aufpassen, wo man das... So. Okay. So, ich kann mal gucken, was gibt's noch? Also, warum ist hier eine Mühle drin? Check ich nur. Was ist das für ein Gebäude? Wo, Werft, habt ihr irgendwie gesagt, ne? Hey, eben konnte ich doch hier umblättern. Oh, doch, hier hatte ich das hingesetzt. Lol. Okay. Jetzt kann ich umblättern. Achso, ich muss erst irgendwo hinwählen. So. Handbuch. Also. Das ist ein Schlachter. Das ist... Nee, wait. Doch. Das ist links ein Schlachter. Das ist ein Bäcker. Sieht man auch. Schön Brezel-Symbol. Ich glaube, das ist jetzt sehr durchmixt. Das hier ist eine Goldschmelze. Das ist ein Schmied. Und das ist eine Eisenschmelze. Was macht der Schlachter und der... Ja, gut. So. Das sieht aus wie so eine Belagerungswerkstatt. Könnte das sein? Das ist auf jeden Fall ein Turm. Das ist eine Wachburg. Also, ne? Das ist ein Lager. Das ist vergleichbar mit unserem Startgebäude. Das ist... Das ist Getreideboy. Und das ist, Schweinezucht. Okay. Holy shit. Die Gebäude sind nach Größe geordnet. Lol. Okay. Also ich denke mir, Holz läuft jetzt. Er ist halt jetzt super voraus, ne? Aber ich skaliere besser. Jetzt ist die Frage, das ist auch Gebirge, ne? Ne, das ist Wüste. So, Leute, ich habe jetzt ein paar Fragen, ja? Ja, das skaliert hier, das ist gut. Ich habe ein paar Fragen. Wofür brauche ich Nahrung? Nur für die Minen oder auch für die Leute? Okay, das heißt, der war ein bisschen early. Gut. Nächste Frage. Muss ich irgendwie... Ressourcen erschließen mit so Geologen, so wie er da? Ja, offensichtlich. Okay, wie mache ich einen Geologen? Das ist die Minimap. Was ist das hier für ein Fenster? Boah, da fehlt irgendwie eine Beschriftung. Man muss halt... Okay, das ist, die Verteilung. Getreide geht zu... Bäcker und Schwein. Okay. Das ist dann für Werkzeuge und so ein Stuff. Habe ich gecheckt. Alter. Oh Gott, das ist overwhelming, Leute. Das sind, glaube ich, so Stats einfach, die man einsehen kann. Okay, ich soll eine Fahne auf den Berg bauen. Okay. So, hier kommt jetzt ein Soldat und rennt in den Wachturm. Gut. Das Geile ist irgendwie, sein Wachturm ist zwar besetzt, aber er schließt das Gebiet nicht. Ich check nicht, warum. Hier ist der zweite Soldat, der rennt jetzt da hoch. Fahne auf das Gebirge, beide Maustasten auf die Fahne und dann auf den Geologen. Danke. Jetzt hat er das. Okay. Fahne auf... Nee. Wait. Wie mache ich nochmal eine Fahne? Ach so. Beim Schnee.
Ah, ich muss die verbinden. Scheiße, Bruder. Jo. So? Jo. Ist das hier Wüste oder ein Gebirge? Weil da stehen Palmen. Eben hat einer gesagt, braun ist immer Gebirge, aber guck dir das an. Okay, dann der eine soll sich... soll gehen. So. Nein, alles gut. So. Fahne. Was baut der da? Alter, der hat da eine krasse... Okay. Oh Gott. So. Fahne. 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 Okay. Gut, such. Wie viele Soldaten habe ich auf Lager? Wie viele Wachtürme kann ich bauen? Zehn? Nee, neun? Genug, oder? Hä? Sind das Soldaten, Alter? Solange du genug Schilder und Schwerter hast. Ah. Oh, lol, 122! Hä, hey, ist ja komplett broken, Alter. Ich könnte ja hier so snowballen. Da hätte er oben gar keine Chance. Ja, gut. Ab. Ne, erstmal machen wir hier noch einen Stein mit. Alter. Gut. Ne, lass mal. Okay. Mucke huckt mich schon mal. Ist gut. Ist gut. So. Ja, das ist, glaube ich, hier ein Tutorial ohne Tutorial. Ich spekuliere jetzt darauf, dass er nicht so aggressive ist. Auch wenn der richtig Dampf macht. Okay. Ich glaube, da die Map so klein ist... Habe ich jetzt was abgerissen? Da die Map so klein ist, ist es wichtig, hier halt früh ihm Land wegzunehmen, das zu contesten, ne? Wenn er direkt hier wieder competitive unterwegs. Gibt's hier Multiplayer? Oder nur Koop? Ich meine, Koop ist auch nice. Splitscreen so gegeneinander. Das ist ja richtig scheiße. Den kann man richtig rüberschielen. Also, da brauchen wir ja nicht mal schielen. Ja, aber ich guess früher... Also ja, ist trotzdem geil. Ich habe früher so viel... KKND habe ich immer mit dem Kumpel gezockt auf der PlayStation 1. Das war auch Splitscreen gegeneinander. Eigentlich übel dumm. So. Hier habe ich Nachrichten. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Da, oh, direkt ein Ritter, ey. Kein Soldat. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Ein Geologe hat Eisen gefunden. Da. Ja, das ist außerhalb. Das rote Schild ist Eisen. Okay. Oder ist das hier das Eisen? Ist dieses... Ja, KKND war insane, Basti. Da würde ich dich auch safe wegmachen. Grau ist nichts. Rotes Eisen. Man kennt's. Okay. Oh, er hat was gefunden. Was ist das? Weiß. Hat Granit gefunden. What is Granite, Alter? Wofür braucht man Granit? Ist quasi Stein. Ehre in das Glas. Okay. Dann hau ich da jetzt eine Fahne drauf und mach dann... Ne, ich warte erstmal noch. Ich glaube, wir können chillen. Kann es sein, dass es eine Försterei für einen Holzfäller ist? Weil irgendwie kommen die... Also ich habe jetzt zwei Förstereien und vier Holzbuden. Oh, ich bräuchte noch ein Sägewerk. Kann es sein, dass die nicht hinterherkommen?
Alter. Wenn jetzt noch einer schreibt, ich soll Leertaste drücken, rast ich aus, okay? So. Hier unten kann ich vielleicht ein bisschen Nahrung machen. Wie viel Platz brauchen die? Wir finden es heraus. La 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 la. Ah, wait. Ich brauche gar nicht Nahrung für die Leute. Nur für die Minen. Wer hat das schon wieder geschrieben? Deine Nahrung wird nicht hinterherkommen. Für was denn? Creator, Alter. Ich mach gleich an. Bisschen. Okay. Was würde denn die Leertaste bringen? Zeigt Bauplätze an. Leertaste öffnet Baumenü. Ja. Ich weiß nicht, was bei mir das Problem ist. Also, auch Fullscreen scheint bei mir nicht zu gehen. I don't know. Was ist das hier denn alles? Ich glaube, ihr seid alle bei Siedler 2. Ja, ich glaube, ihr verwechselt das, weil das ähnlich aussieht. Ich glaube, ihr seid ziemlich scheiße dumm. Kommt ihr in den Stream rein, wo Siedler 1 im Titel steht und gebt mir Siedler 2 Tipps. Das wird wieder... Wenn das stimmt, ja, gehen wir mal davon aus. Das ist jetzt meine Theorie. Was für ein Affenzirkus seid ihr? Also bitte. Seid ihr die größten Primaten? Wir haben hier ewig das Thema, dass ihr dumm wie scheiße seid. Um mich hier verunsichern. Ich google das jetzt. Nee, nicht. Siedler 1. Steuerung. So. Da komme ich wieder ins Forum. Geil, dass du. Das Game ist fast 30 Jahre alt. Alter. So gesehen ist es. Lol, das ist ein Handbuch für die. Erste Mission. Steuerung? Siedler 1, Leertaste. Da kommt direkt was zu Siedler 2. Boah, krass. Boah, Siedler 2 ist ja dagegen. Also, tatsächlich, sieht sehr ähnlich aus. Okay, ihr meint Siedler 2. Ihr seid halt... Ihr seid halt dumm wie Scheiße. Also. So. Wie geht's hier voran? Ich sitze hier. Leute. Geht nicht. FF auch nicht. Mache ich mir hier einen Kopf, ne? Mann, Mann, Mann. Scheiße, wie kann ich denn jetzt hier... Ah, sehr gut. Très bien. Aber hier ist nur Wüste. Ja, hier ist wieder Gebirge. La, 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 la. Aha. Irgendwie habe ich jetzt schon brutal Bock auf Siedler 2. I don't know why. Dieses große Symbol, also die, das Burgsymbol ist, glaube ich, für große Gebäude. So, dann das kleine ist für normales Haus und Fahne ist für eine Fahne. Das zeigt so ein bisschen den Space auf, ne? Nee, geht leider nicht. Hier hat gerade einer geschrieben... Laut Forum auf, für Vollbild auf die Taskleiste klicken. Achso, da oben. Dann F11. Nee, ist schon hier unten.
geht irgendwie alles nicht. Wie hast du das Spiel zum Laufen gebracht? Es gibt die History Edition. Ich stelle mich auch ein bisschen blöd an, glaube ich, mit dem Vollbild. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. So, hier kommt noch eine Hütte hin. Ja, war ein Versuch wert. Alles gut. So. Bin jetzt schon fahnensüchtig. Wie sieht's bei ihm aus? Lächerlich. Ja, aber ich brauche hier noch. Oder? Brauche ich hier noch? Komm. Ich glaube schon. Ich glaube, ich brauche noch eine Försterei. Ich mache mal eine. Eine ist keine. Ja? So. Ja, ich muss erstmal Militär jetzt ausheben, bevor ich hier... Ich mach mal um mehr Geologen. Das wäre auch mal ein Plan. So. Und die brauchen wahrscheinlich eine Spitzaxt, damit die kommen, ne? Aber ich glaube, ich... Sind das Sensen? Oder Spitz... Ne, das ist eine Spitzaxt. 76. Ey, man hat ja hier in der ersten Mission einfach 10 Millionen Ressourcen. Holy shit. Kann man gegen dich spielen? Ich glaube nur, wenn du vorbeikommst. So, aber hier kann ich wirklich mal meine Nahrung probieren, glaube ich. Getreidefeld. Geht nicht. Manchmal geht das irgendwie nicht. Ganz komisch. Habe ich noch nicht verstanden. So, hier kann auch noch eins hin. Machen wir mal direkt zwei. Ist die Frage, wo baut er das Feld hin, ne? Das ist die Frage. Weil zum Beispiel hier ist jetzt eigentlich Platz. Hier wäre aber auch Platz. Wo baue ich jetzt die Straße hin? Macht er es automatisch? Der baut ein... Immer um das Gebäude. Scheint so, als ob nur anfahren eine Dreiergabelung sein kann. Ah, das könnte sein. Gut. Was haben wir denn? Sie haben vor 30 Minuten das letzte Mal gespeichert. Ja, wie speichere ich denn? Du, Kasper. Extra Option? Schneller Kartenklick. Schneller Bauklick. Ich glaube, das sind vielleicht ein paar... Ja. Sichern. Geht nicht. Okay, es geht auch nicht. Gut, dann so. Schön. Ist hier schon wieder warm. Gut, also ich hab's jetzt grundlegend verstanden, denke ich. Leider findet der hier bei mir nur Scheiße und er schwimmt halt in... Er hat einfach kaum Schilder, die nichts... What the fuck, ist das asozial. Ich hab hier nur Stein. Unnormal. Auf dem Gebirge kann ich kein Gebäude bauen, nur Minen, okay. So, was habe ich hier noch? Ein Ritter hat... Ja, schön. Geologe hat Kohle gefunden.
Da! Ist aber auf dem Schnee, da kann ich nicht bauen. Gut. Ja, sehr gut. Dann machen wir direkt den nächsten. So. Yep. Der Geologe hat Granit gefunden. Das ist natürlich toll. Ich will jetzt Kohle und Eisen und alles töten. Ist daran so schwer? Ja, wie crazy. Dann kann ich ja mich nördlich an ihn ranbauen. Und südlich. Das ist zu krass für mein Brain, bin ich ehrlich. Die Welt ist eine Kugel, eine ganz kleine, yo. Okay. Hier bin ich sehr gespannt, was hier passiert. Theoretisch könnte ich hier vielleicht auch nochmal einen Wachturm bauen, damit die irgendwie nach unten mehr Platz haben. Die kann ich dann ja abreißen. I guess. Hopefully. Ist die Frage, ob man das bei dem Game schon kann. Ich gebe auf. Beide Maustasten auf. Baumenü-Symbol. Ja, es tut mir leid, an der 666. Aber ich habe schon sehr oft beide Maustasten gedrückt. Ich mache es hier beispielsweise nochmal. Ich sehe da nichts. Ah! Danke, Undead 666, Alter. Eh, Undead 666. Ja, sorry. Also, ich verstehe, dass das schwer zu beschreiben ist im Chat. Aber zu sagen, beide Maustasten Baumenü. Oder nur beide Maustasten. Ja, ich habe halt die ganze Zeit, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier immer so beide Maustasten irgendwo hingedrückt, wo ich das im Chat gesehen habe. Ja, geil. Nicer Tipp. Okay. Nice, nice, nice. So. Das hier war eine Burg, ne? Wo hab ich die jetzt hingesetzt? Oh mein Gott. da komme ich noch nicht. Das ist für mich eine große Umstellung, dass ich erst irgendwo hinklicken muss und dann im Baumenü auswählen muss. Was? Weil in jedem Strategiespiel danach war es ja gefühlt genau andersrum. Ey, jetzt tut man nicht so, als ob ich hier ein Gehirnamputierter wäre, nur weil ich das nicht instant herausgefunden habe, Alter. Also, ich bitte euch, bisschen Nachsicht, ja? So. Ja, also, im Grunde genommen haben wir halt endlos Ressourcen, wie ich das sehe. Ich mach mal das. dann können wir hier einfach mal Holzfäller knallen. Hier eine Forsthütte. Hier noch eine Forsthütte. Hier einen Holzfäller. Hier einen Holzfäller. Hier. Manchmal kann ich nicht umblättern. Why? Ach, das ist ein kleiner Spot und da gehen nur kleine Gebäude. Voila. Dann machen wir hier Sägewerk. Ah, Trebian. Ich laber so eine Scheiße. Yep. Gut. Yep. Geht das irgendwie? Also ja, Straßen zu bauen, ja. Aber es ist ein bisschen umständlich alles. Yep. Nee, hier kann ich jetzt nicht. Yep. Aha. So. Sollte ich das hier auch noch verbinden? Ich glaube. Schön. So. Gut. Achso. Ach, schade. Ich sehe aber nicht, wo ich auf einer Straße noch eine Fahne setzen kann. Doch! Nice. Das ist sehr gut. Das ist halt sehr vorteilhaft.
Übrigens, Getreide fällt fertig. Ich sehe den auch schon da ein bisschen ausstreuen. Gut. Nice. Es läuft. Es läuft. Hast du schon eine Meinung zum neuen Stronghold? Sieht überhaupt nicht mehr nach Stronghold aus, aber ich bin trotzdem gespannt. Ja. Übrigens, wenn ich hier mit Siedler durch bin, wir haben es letztes Mal schon gesagt, dann schaue ich mir mal die Stronghold-Reihe an, weil da habe ich auch nach Stronghold Crusader Extreme bzw. Stronghold 2 aufgehört. Da gibt es auch noch viel nachzuholen. Sehr gut. So. Das habe ich noch nicht ganz gereiht. Warum das... Ne? Alter, immer von... Ich wäre von alleine nie darauf gekommen, irgendwie mal hier beide Maustasten an irgendeiner Stelle mal zu drücken. Also das ist halt... Hier kann ich keine Fahne setzen. Sehr weird. Deine Meinung zum neuen Assassin's Creed? Ja, ich finde es sehr... widersprüchlich. Oder es ist eine sehr entgegengesetzte Mischung. Also, Assassinen sind für mich halt etwas... Ne? Auftragsmörder, die arbeiten im Geheimen, die sind sehr agil. Die greifen aus der Deckung heraus an. Und Wikinger sind für mich eigentlich in jeder fucking Hinsicht das absolute Gegenteil. Deswegen ist das für mich halt irgendwie sehr... I don't know. Ja. Ich muss aber auch sagen... ich habe halt schon lange keine Assassin's Creed Teil mehr gespielt. Ich habe mal versucht, die Reihe aufzuholen, weil früher war das tatsächlich mit einer meiner Lieblingsreihen. Aber ich habe es nicht geschafft. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr bestimmte Games oder Spielereien unbedingt spielen wollt? Einfach dann, damit ihr es gespielt habt oder so? Und dann setzt ihr euch ran und ihr kriegt es einfach nicht hin. Und so ging es, also falls ja... Fühle ich. So ging es bei mir mit Assassin's Creed. So, ich habe halt Assassin's Creed damals halt als Teenager, wo die Teile rauskamen. Also, ich sage euch, wo Assassin's Creed 1 rauskam, ich habe mich mit hier Papo, also ehemals Splatterman, bei uns hingesetzt. Wir haben nur YouTube-Videos geguckt, wo einfach Leute geklettert sind. Wir fanden das so geil, weil wir haben früher mal Prince of Persia gespielt. Prince of Persia 3D und Sands of Time und so. Die neueren nicht. Vor allem ich sag neueren, aber die sind halt überhaupt nicht neuer. Aber nach Sands of Time halt nicht mehr. Und da war Assassin's Creed 1 halt so game-breaking. Holy shit. Naja, und ich habe das halt auch ein Stück weit heimlich gespielt, weil meine Mutter das nicht so nice fand, so wie ich da Leute abschlachte. Und kann ich auch verstehen, im Grunde genommen, ne? So, kann ich den jetzt abreißen? Ah. Ja, gut. Naja, und Assassin's Creed 2 habe ich mir dann zum Release geholt. Und die Erweiterung, was war das nochmal? Mit Rom dann. Assassin's Creed 2 war ja nur Venedig. Was war die Erweiterung nochmal? Wie hieß sie? Splatterman gibt es nicht mehr. Nee, hat sich komplett umgebrandet in Papo. Brotherhood. Das war auch noch sehr geil. So, dann habe ich aufgehört. Aus Gründen. Wahrscheinlich einfach, weil LOL kam. LOL kam raus, WoW. So, ciao, alle anderen Spiele. Genau, und dann habe ich mich so vor ziemlich genau 4, 5 Jahren gefragt, so, okay, es gibt so viele neue Assassin's Creed-Teile seitdem. Ich fand die Reihe und die Games früher so unfassbar geil. Ich will mich nochmal ransetzen. Dann habe ich Assassin's Creed 3 gespielt, ne, mit, Amerika und Civil War
Und wann geht's hier eigentlich mal los? Und es war okay. War okay. Kann man machen. Fand ich interessant mit den Indianern. Ist okay. Dann der Teil danach. Wie hieß das? Syndicate oder so? Nee, wie hieß der? Warte mal. Vorteil 3 gab's noch was. Endlich Kohle! Was war nochmal? Nee, Syndicate war London, genau. Was war vor 3? Revelations! Bam! Jetzt weiß ich auch, warum ich nie Assassin's Creed weitergespielt habe. Genau. Ich habe Revelations mir geholt damals und dachte mir, Alter, es ist nur Scheiße. Ich schaffe es nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ging nicht. So, dann habe ich mich vor 4-5 Jahren wieder hingesetzt, wollte Revelations nochmal versuchen, ging wieder nicht. Es ging einfach nicht. Ich habe gecringed. Ich fand es so furchtbar. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich skip Revelations. Und hab mir 3 vorgenommen. Und 3 war okay. War okay. Dann habe ich Black Flag gespielt. Das kam ja nach 3. Und das fand ich wieder richtig scheiße. Also nicht richtig scheiße, aber ich fand es einfach fucking overwhelming. Ich kam damit nicht mit klar. Die Map einfach. Es gab 1000 Millionen. Das war so für mich der erste Open World Titel, der zu dolle Open World war. David hat darüber mal, ich weiß, eine sehr unkonventionelle Ansicht von mir. I know. Wie soll ich das beschreiben? Also, David hat mal ein sehr treffendes Video darüber gemacht, wie Open World so zurzeit läuft. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, das war, was er da nennt, so, das war ziemlich genau mein Problem mit Assassin's Creed Black Flag. Es war einfach zu viel. So dieses, das ganze Weltmeer, also ne, die Karibik steht hier offen, kannst überall hinsegeln, es gibt überall zig Millionen Sachen zu entdecken und tausend Sachen freizuschalten am Schiff, die Crew, dein Equipment, Städte, es war einfach, das war mir einfach too much. Und ja, ich fand es selber super schade, weil alle haben halt, ne, es ist ja die gängige Meinung, Black Flag ist halt der Hammer. Wait, jetzt sind hier Straßen und die versperren, dass ich da bauen kann, richtig? Das heißt, die mache ich jetzt weg? Wieso kann ich hier keine Mine bauen? Flagge zu nah dran. Das ist ja... Okay, das ist ein bisschen doof gemacht, oder? I mean... Hä, da kann ich... Oh, wait. Okay, ich probiere jetzt mal kurz ein bisschen rum. Ich glaube, hier hatte ich eben eine Kohlemine gesetzt. Die habe ich jetzt aus Versehen wieder abgerissen. Hä, habe ich da auch eine Mine hingesetzt? Scheiße, Bruder. Habe ich jetzt voll verkackt. Okay, ich hatte da einfach schon was hingesetzt und durch mein Gelaber habe ich es nicht gereilt. Na gut. Huch. Ja. Und dann habe ich es aufgegeben. Ich habe mir sogar für... Ich habe mir sogar für Black Flag eine PlayStation geholt. Eine PlayStation 4. Das war... Aber vor Black Flag kam doch noch ein Teil, oder? Warte, nur, dass wir es einmal... Ich weiß, wir schweifen ja vom eigentlichen Thema ab. Aber nur, dass ich das einmal aufgeschlüsselt habe für mich auch.
So, Assassin's Creed 2007, Assassin's Creed 2 2009, Assassin's Creed Brotherhood 2010, Assassin's Creed Revelation 2011, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, Black Flag, aha, okay, doch. Assassin's Creed Rogue, man muss auch dazu sagen, ich habe halt Assassin's Creed Black Flag 2018 gespielt, also 5 Jahre nach Release, das ist halt schon mal ein anderer Standard dann eigentlich, ne? Vielleicht lag es auch daran ein bisschen, warum bauen die hier meine Gebäude einfach nicht? Habe ich irgendwie zu wenig Ressourcen? Nö. Brauchen einfach ewig. Okay. Also nach Black Flag kam Rogue, Unity, Syndicate, Origins, Odyssey, Valhalla. Boah. Alter. Ja. Also, wie gesagt, Black Flag war mir einfach irgendwie too much. Overwhelming trifft es ganz gut. Kein Baumeister? Bauleiter? Ja, und die Teile danach, ich habe dann mitbekommen, da gab es dann so ein paar Sachen mit Microtrans-Actions und ein paar zwielichtige Sachen. Ich kann mit V beschleunigen. Nee, mit V zoome ich ran. Hier unten kann ich, glaube ich, beschleunigen. Durch dieses neue feindliche Gebäude haben sie Land verloren. Also, doch, hier werden Sachen geschleppt. V geht nur in Siedler 2. Warenstau? Ja, es sieht echt so aus, ne? Wir zoomen mal ran mit V. Okay, krass. Einfach weil... Ah! Ich habe halt einen Weg, der hier zu 4, 5 Aufträgen führt. Und deswegen habe ich Warenstau. Das heißt, ich müsste eigentlich das so ein bisschen... aufteilen. Ja, nicht dumm. Ja. Krass, wie man abschweifen kann, nur weil jemand fragt, wie ich das neue Assassin's Creed finde. Ja, ich finde es halt irgendwie vom Setting mega unpassend. So. Okay, wie... Ah, hier läuft's. Das sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Dann mache ich hier mal eine Mühle hin. Da reicht, glaube ich, so ein kleiner. Genau. Zack. Machen wir nach oben. So. Dann machen wir eine Schweinefarm. Die braucht, glaube ich, eine große Fläche, ne? Da. Geil, geil, geil. Das. Nee, wait. Das war falsch. Das war falsch. Ja, also ist vielleicht auch unliebsam zu hören für einige von euch jetzt, aber mein Eindruck ist auch, das ist der Grund, warum ich nach Black Flag nicht gesagt habe, gut, ich skippe das jetzt wie Revelations und probiere andere Teile. Ich habe irgendwie grundsätzlich den Eindruck, dass das einfach so eine Brand geworden ist, die halt fast jährlich rauskommt, wo halt einfach, ne, ist mit Ubisofts größte Marke, wird halt jetzt einfach ein neuer Teil rausgepumpt und gut ist. Die Leute sollen es fressen. Und das ist auch irgendwo okay. Aber es ist nicht mehr so dieses Geniale von Assassin's Creed 1 und 2. Ist mein Eindruck so von außen. Aber damit kann ich auch voll falsch liegen, weil letztendlich habe ich die Spiele nicht gespielt. Aber das, diese Grundeinstellung hat irgendwie dazu geführt, dass ich dann nach dem dritten Anlauf dann gesagt habe, na gut, dann lasse ich es jetzt. Parable kenne ich nicht. Nee. Ein paar Wege zur Hauptfahne bauen. Nö, da sind alle Wege belegt.
Naja, Ubisoft hat genau das verstanden und will nicht mehr jährlich releasen. Ja, ist das so? Cool. Ich habe auch jetzt von Odyssey, glaube ich, nur Gutes gehört. Und davor, dieses Teil in Ägypten soll auch gut gewesen sein. Aber ich glaube, so die drei Teile dazwischen, zwischen Black Flag und in Ägypten, der Teil. Ich glaube, da kam ziemlich viel Scheiße. Origins, genau. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck von außen. Und dann haben sie wieder ein bisschen jetzt die Kurve bekommen. Aber, I don't know. Und ich glaube, das waren ja auch die Teile, so Unity und Syndicate und so, wo es so mega, fast schon skandalös war teilweise, ne? Mit, dass sie da wollten, dass man Inhalte per App dann freischaltet oder so. War da nicht sowas? Guck mal, kann ich nicht sowas machen? Oh, das war auch gut. Unity, ja. Ich glaube, das hat mich dann auch krass abgeschreckt, einfach als Konsument, muss man sagen. So, vielleicht kann ich hier einfach nochmal ein bisschen bauen. Ich glaube, so möglichst viele Wege ist halt gut, ne? Weil mehr Wege, mehr Flaggen, mehr Transportmöglichkeiten auch. Ich weiß nur nicht, wie ich hier Bäume potenziell, ja. So, hier ist halt gar nichts. Hier läuft jetzt 10 Jahre ein Soldat. Ich glaube, ich brauche hier Lager. Bin ich ehrlich. Ich glaube, ich brauche hier einfach so Lager. Damit nicht alles so ewig weit weg vom Schloss immer rangeschafft werden muss. Oder? Die Frage ist, wie teilen sich die Ressourcen auf? Komm, dann mache ich hier auch mal eins hin. Hier. Nee, eher oberhalb, weil ich werde hier wahrscheinlich viel Minen bauen. Machen wir hier. So. Ich glaube, das ist smart. Oh. Okay. Gut, dann setzen wir jetzt hier eine Fahne. Nee, wait. Ich will eine Fahne setzen, Bruder. Geht nicht, oder? Mein Missionsziel ist hier, die Alte wegmachen, glaube ich. Ist irgendeine Prinzessin oder Königin. Was ist los? Ah ja, okay. Also irgendwie kann ich... Du kannst auch auf normalen Bauplätzen eine Fahne bauen. Ah. Ah, Trebia. So. Jetzt schicken wir hier richtig die Geologen ins Land. Ich sag dir das. Wie einfach alles mit Straßen zu tun hat. Holy shit. So. I don't know, ob das smart ist. Probieren wir jetzt mal aus. Ich denke mir, ich will halt so viele Geologen wie möglich hier auf die Karte kriegen. So. Dann von hier. Ist natürlich jetzt wieder sehr abhängig von einer Straße. Aber was soll's. Man muss immer von der Fahne aus eine Gabelung machen. Okay, so. Ja, das Assassin's Creed-Thema war jetzt sehr intensiv, ne? Dafür, dass wir ja eigentlich Siedler testen wollen. Tut mir leid. Das ist ja hier ein objektiver Test, das ist ja eine Berichterstattung. Da war das jetzt sehr unprofessionell von mir an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein bisschen unreflektiert gerade, ja. So. Also wir haben halt 10 Millionen Rohstoffe, ne? Also halt wirklich. Komm, können wir dem jetzt hier mal eine Burg vor die Schnauzen setzen? Machen wir hier weg, hier raus. Da. Eine schöne Burg.
Das ist eine Burg. Alter, jetzt geht's ab, Bruder. Ja, soll mal sehen, was er davon hat, Bruder. Was? Aus. Hier. So eine Abwehrmaßnahme, ja? Zack. Boah, das wird Baba. So, am besten zwei Transportwege. Dann können die ja mal doppelt hinliefern. Das ist doch geil. Also, vielleicht. Also, der Jam ballert aber, ne? Alter, Wall of Text. Ja, das ist... Sorry, also... Macht mal untereinander weiter. Aber ich konzentriere mich jetzt auf Siedler. So. Macht es Sinn, hier jetzt nochmal... Naja, hier wird ein Lager gebaut. Das heißt, es macht, glaube ich, schon Sinn, hier jetzt nochmal eine Wood Fabric alle aufzubauen. Ja, I guess. Schadet ja auch nicht, ne? Wobei... Ich weiß nicht, wie viele Werkzeuge wir haben. Das könnte ich mal auschecken vorher. Huch. 17 Hammer, 6 Äxte, 9 Sägen. Okay. Achso, hier, Mensch, wie ist denn das mit Bäckerei? Zack. Oh, shit. hoppala. Und eine Schlachterei. Hä, das war doch ein... Ach nee, shit. Oh Gott. Da. Oh, ist aber echt weit weg, du. Hm. Leute, hat er einen Baum gepflanzt. Muss ich hier unten mal erweitern, wa? Komm. Zack. So, was haben wir hier? Sehr gut. Toll gemacht. Was für ein Game. So, aber ich finde mich hier rein. Geologe hat Eisen gefunden. So, jetzt löbt der Lachs. Aber wir lassen immer weitermachen. Vielleicht findet der noch ein krasseres Eisen im Boden. Hier sind jetzt überall Geologen. Und die werden mich reich machen, Bruder. Kann ich nicht gedrückt halten? Das wäre sick. Oder so einfach einen Endpunkt wählen und die Straße wird automatisch dahin generiert? Ja, müssen die wissen, ne? So. Okay, wird auch nicht Kohle gefunden. Kohle, 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 Eisen. Da ist die Frage, ob ich das hier überhaupt brauche, ey, ganz ehrlich. Hier könnte ich lieber Granit. Steine habe ich keine mehr, ne? Schau mal. Den kann ich da mal abreißen. Und den. Und den auch. Wird abgebrannt. Tja, keine Steine mehr. LOL. Okay, hier bin ich wieder. Das ist natürlich... Das ist insane. Das ist so dumm. Also funny, aber auch übel dumm. Scheiße, jetzt ist er auf dem Feld, ne? Ja, die war natürlich... So. Kohle, Kohle... Durch dieses Gebäude nahe befindlich, bla. Ich habe Bereich verloren. Gold. Ich soll mal wieder speichern und Gold. Okay. Ja, ich baue hier eine Burg. Der soll mal sehen, was er gleich davon hat. Ich will eine Pizza. Ja, ich auch. Okay. Gut.
Jetzt muss ich trotzdem noch mal wegen der Schlacht 3 gucken. Also, muss man hier auch ähnlich wie bei Siedler 3 und 4... 2 habe ich halt noch nicht gespielt. Muss man da die letzte Kette der Nahrungsproduktion, sprich Schlachter oder Bäcker, bietet es sich an, das nah an die Minen zu haben? Ist egal. Ja, spart Transportwege. Weiß ich nicht. Ja, macht Sinn. Ihr sollt jetzt bitte mal nur die reden, die Ahnung haben. Ich mach das mal, oder? Das waren hier nochmal Schlachter. Eisen. Werk. Schlachter. Das war ein Schlachter. Hey, den hatte ich doch irgendwo gebaut. Oder? Nee. Okay. Also. Dann bauen wir hier mal einen Schlachter. Ja, jetzt habe ich hier nicht einen Platz mehr für ein Großgebäude. Bra. Krass. Okay, hier will ich alles abholzen. Ich brauche jetzt einfach Platz, I guess. So. Also ich holze hier alles ab. Hier mache ich einen extra Weg. Die Straßen werde ich dann auch wieder löschen. Lassen wir jetzt dann auch wieder löschen. Das passt. Boah, ist echt. Also, das Nice ist an Siedler, ist halt ein Game für eine Hand. Aber ich wünschte, das Wegeziehen wäre ein bisschen besser. So. Hier baue ich ja auch gerade ein Lager, ne? Gut. Okay. Also, das Spiel gefällt mir bisher tatsächlich ganz gut. Es ist halt das Siedler-Element, was... das Siedler-Konzept, was ich kenne. 3 und 4. So, mit den ganzen Produktionsketten, das ist alles sehr bekannt. Wo ich mich halt jetzt erstmal reinfuchsen musste, war, dass der ganze Kram mit den Straßen, Straßenbauen und so weiter. Aber das habe ich jetzt raus und verstanden, I guess. Ja. Also, macht Spaß an sich, so seine Eco hier aufzubauen. Das ist ein ähnlich belohnendes Gefühl wie aus Siedler 3 und 4. Ne? Auch mit den Trägern, die man halt nicht steuern kann. Man muss halt dafür sorgen, dass sie bestmöglich arbeiten. Das ist echt cool. Okay. Gut. Jetzt würde ich anfangen, hier Minen zu bauen. Hier unten wird erschlossen, dann habe ich hier Gold. Also ich brauche auf jeden Fall viele Goldminen, so wie ich das verstanden habe. Die Geologen sind auch fertig, ja? Also bleiben die Schilder für immer stehen? Stehen? Ich glaube, die Schilder bleiben für immer stehen. Schilder. Gehen nach einer Zeit. Okay. Ja, aber dann... Also ich sehe hier halt den Geologen hier nicht mehr arbeiten. Würde bedeuten, ich reiße das hier jetzt ab. So. Und dann kann ich hier eine Goldmine... Da nicht. Aber da kann ich eine Goldmine bauen. Das mache ich. Gold. Gold ist wichtig. So. Dann mache ich die Fahne weg. Und dann baue ich hier eine
Erzmenge. Ja. Und hier. Ja. Und hier. Ja. Und nicht hier. So. Drei Erzminen. Sweet. Aha. So. Dann baller ich jetzt hier ein paar Kohleminen hin, I guess. Dann mache ich hier wieder alles weg. So. So. Das ist ein bisschen Fummelarbeit alles irgendwie. So, die hauen jetzt alle rein. Nee, mach dich mal weg. So. Okay. So, das heißt, das ist ein richtig großes Symbol, I guess. Hier auch. Hier. Drei. Drei ist, glaube ich, erstmal gut. Dann gucken wir erstmal, wie wir damit fahren, weil wir brauchen ja auch Nahrung, die das alles so ein bisschen regelt. Hier möglichst, ja, vielleicht ein bisschen hier so. Okay. Wie sieht's mit meinen Burgen aus? Sind die jetzt mal, aha, jawohl, echt 10 Jahre dafür, wa? So, hier wird alles abgeholzt für Nahrung. Hier entstehen Schweinchen. So, Schweine habe ich 7, 18 Hack, 18 Brote. Wie viel Getreide habe ich denn? 36. Okay, das funktioniert schon mal einigermaßen, I guess. Wie viel? Wie viel Mehlsäcke? 18. Und 18 Brote, okay. Das heißt... Ja, das heißt, eine Mühle arbeitet für eine Bäckerei, glaube ich. Nee, wait. Ja, doch. Nö, das passt. Fischer ist auch da. Okay. Ich könnte nochmal Fischer ballern, aber wenn das hier so ist wie in Siedler 4 und 3, dann würde das ja bedeuten, dass Fischer eh nur für Gold ist. Das kann ich hier wahrscheinlich auch einstellen. Oh shit. Wo habe ich das gemacht? Nein. Hier. Shit. Okay. Kann ich hier auch so... Ach geil, ich kann über den Schnee bauen. Okay. Das macht das auch ein bisschen besser alles. Achso, wait. So. Eine Fahne hinsetzen? So. Da. Okay. Gut. Wo war ich gerade? Irgendwas wollte ich gerade mir verdeutlichen. Stein könnte auch bald ein Problem werden. Nee, ich habe so viel Stein. Shit. Also das Game ist schon sehr slow. Sehr, sehr slow. Kann aber auch daran liegen, dass ich hier halt super viel gleichzeitig am Machen bin. Aber da man unendlich Siedler hat und unendlich Rohstoffe hier gerade und unendlich Baumeister, sollte das eigentlich... Na gut, ich hätte, glaube ich, von Anfang an mehr Lager bauen sollen. Meine Erzmine ist noch nicht angeschlossen. Ist das so? Die hier? Kann das sein? So. Ja, ich kann die Spielgeschwindigkeit mal erhöhen. Das mache ich mal.
baller hier mal durch. Zack. Ja, das soll man vielleicht auch aktiv verwenden. Die arbeiten gar nicht, oder? Was wird das hier nochmal ein Lager? Ja, hier werden Ressourcen gebraucht. Hier ist halt echt viel Stau, ne? Da liegt so viel Stuff rum. Ja, ich glaube, ein Fehler ist, ich hätte mehr Lager bauen sollen um mein Schloss herum. Dass nicht alles vom Schloss ausgeht, oder? Würde das den Warenstau beheben? Doch, ich habe noch richtig viel Stein. 110. Jetzt hier kein. So. Wie alle hier mir Siedler 2 Tipps geben, ne? Das ist zum Fürchten. Mehr Wege bauen und verbinden. Ja, würde das so viel helfen? Aber so viel. Das Problem ist, glaube ich, einfach nur, dass ich nur ein Schloss habe. Weil, ob ich jetzt beispielsweise zu dieser Baustelle drei Wege irgendwie habe oder ein, am Ende des Tages ist hier der Stau. Hier ist der Stau. Spielst du Siedler 2 Original oder die neue Version? Ich werde beide spielen. Also hier gibt es Stau und hier kann ich nicht. Dann müsste ich hier theoretisch mehr Wege bauen. Kann ich aber nicht, weil hier gehen schon alle voll ab. So, ich könnte noch mal gucken, wo es noch Stau gibt. Hier. Hier gibt es noch Stau. Ein bisschen aber nur. Da könnte ich mal gucken. Ja, gut, ich kann ja aber nirgendwo hinbauen. Doch dahin. Es bringt original nichts, oder? Nee, das hätte ich mir auch sparen können. Alter, wie ewig die brauchen, ne? Was zu bauen. Das delayt jetzt hier alles. Das ist okay. Ich hole mir kurz nochmal was Kühles zu trinken. Es wird jetzt ziemlich heiß gerade drin. Bis gleich. So. Prost. Ja, das ist Siedler 8, Leute. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Ah, lol, das habe ich ja vor 10 Jahrzehnten aufgegeben, ne? Geil! Alter, ich habe jetzt hier richtig weggedrängt. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Wir schrauben jetzt mal ein bisschen runter. Hallo? Er ist immer noch so fast. Ruhig. Gut. Kann ich jetzt hier was Tolles machen? Die sind da alle drin? Sind die da alle drin? Das Game ist 30 Jahre alt. Beziehungsweise 27. Krass, okay, also die Hütte ist voll. I see. So, ich würde jetzt gucken, dass ich die Bäume hier auch wegmache für Getreidefelder, glaube ich, oder? Wait, kann ich vielleicht hier ein paar Getreidefelder hinballern? Das sieht gut aus. Sensen sollte ich ja genug haben. Guck mal, das Lager ist auffällig. Jetzt die Frage, werden die Ressourcen automatisch auf alle Lager aufgeteilt? Nee. Aber sorgen die Leute dafür, dass es sich automatisch ein bisschen verteilt? Wie läuft das, Leute? Wie läuft das?
Es läuft so wie mit deinem Chat. Alles Affen. I see. Nee, was ich meine, liefern die aus dem Schloss jetzt auch generell Ressourcen hier rein, dass es hier aufgestockt wird? Weil, hier, was bringt mir das Lager, wenn da nichts drin ist? Okay, Bursi. Ich habe mir für heute vorgenommen, dass ich, je nachdem, wie du heute dich hier verhältst, dich auf Twitter entbanne. Jetzt muss ich dich hier leider auch bannen. Falls du es nicht schon bist, du Affe. Sehr gut. See ya. So. Nö, ja, da ziehe ich die Grenze. Bin ich ehrlich. Lass mich jetzt auch nicht hier... Nee. Ach, muss halt durch. So. Wo war ich? Schlachter. Ja, was habt ihr denn? Neues Lager ist fertig. Ach so, ja, ich hatte gefragt mit dem Lager. Bringen die von A nach... Also bringen die von ein Lager ins andere Lager automatisch Ressourcen, um die Ressourcen gleichmäßig zu verteilen? Nein, tun sie nicht. Ja, aber ich meine, hier zumindest das Holz sollte hier reingebracht werden. Ja, dann bring mir das ja gar nicht. Scheiße, Bruder. Da müsste ich ja bei jedem Lager immer separat eigentlich auch Stein abbauen lassen. Und Holz. Beziehungsweise ich bräuchte eigentlich auch bei jedem Ressourcenknotenpunkt ein Lager. Könnte ich jetzt noch ein Sägewerk hinbauen? Ja. Das Ding ist, Stein ist halt alle. Also, gut, hier. Ja, dann baue ich jetzt. Ich fange jetzt an, Steinminen zu bauen. Jop. So. Okay, aber hier wird es jetzt auch langsam. Die Lager fungieren als Zwischenlager und packen primär dann den Import aus den Betrieben rein. Damit entlastest du dein Haupthaus. I see, stimmt. Das macht Sinn. Dann werden die Wege zum Haupthaus ein bisschen entlastet, zumindest entgegenkommt. Okay. So, dann würde ich hier jetzt anfangen. Ja, geht ja gar nicht. Hier kann ich ja gar keine Schmelzen und so jetzt hinbauen. Ist ja alles... Ja, Platz ist hier so eine... Liegt das jetzt daran, dass ich zu wenig Platz habe oder dass hier Gebirge ist? Oder es bergig ist. Okay, dann baue ich jetzt hier eine Eisenschmelze hin. Dann hier noch eine. Stimmt, die Holzfäller können weg. Aber da kommt dann Nahrung hin. Nice. Gibt es Werkzeug- und Waffenschmiede oder ist es ein Schmied? Guck mal nach, brauchte ich beantworten. Schmied. Der Schmied produziert aus dem Roheisen der Schmelze und Kohle Waffen für Soldaten. Ja, aber wie kriege ich denn... Wait. Schlosser. Der Schlosser produziert in einer Werkzeugschmiede aus dem Roheisen, aus der Schmelze sowie dem Holz und Schreiner Werkzeuge aller Art. Aha. Ja, den brauche ich erstmal, I guess. Der mit dem fetten... Das ist der Schlosser. Da denke ich, reicht einer. So, dann kommt hier ein Waffenschmied hin. Das ist der. Ne, normaler Schmied, I guess.
Hier auch. So. Okay. Was wird... Nee, alles gut. So. Kann ich da keine Fahnen hinbauen? Doch, da. Sehr gut. So. Du. So. Ich versuche das irgendwie halbwegs smart aufzuteilen, aber es ist nicht so einfach, I guess. Also wir haben ja hier das Lager. Das wird einiges für uns tun, denke ich. Ja, müssen sie durch. So, hier sind alle Bäume weg. Dann kann ich jetzt alle Holzfäller abreißen. Gut. Zack. Wait, mach ich hier weg. Wupp. Wupp. Okay. So. Hier baue ich Sägewerk, ne? Okay, wie sieht es jetzt generell hier aus? Nicht wirklich Fläche für... Ja, vielleicht hier? Wird eine Burg, ne? Hier ist halt nur ein Weg, aber ja, ist halt auch schwierig. Ist halt ein schmaler Durchgang. Hier könnte auch noch ein Lager hin, theoretisch. Ja, ist alles nicht optimal, aber wir haben ein paar Learnings gemacht. Ich glaube, so krass optimal kann man das ja auch gar nicht unbedingt machen. So, wir können hier eine Mühle hinbauen. Wir können... Ja, Schweinedings wäre jetzt noch gut. Boah, Alter, geht nur hier unten. Scheiße. Ja, dann vielleicht eine doch wieder abreißen. Und dann da lieber... Dann da lieber eine Schweinedings hin. Aber wo kommt dann der Bäcker hin? Oh Gott. Ja, hier kann eh nur eins hin. Boah, ist das scheiße. So, irgendwo müssen jetzt ja auch noch die Gold, also hier, Gold-Stuff hin, ne? Oh. ach, guck mal, hier oben. Ehre. Gold, Gold. Brauchte man da eine Goldschmelze? Guck mal, Wachburgen kosten richtig viel Gold. Lagergold. Baukosten. Achso, nee, die lagern Gold. Goldschmelze gibt es. Ja. Ja, nur eine Goldschmelze. Okay. Dann Abfahrt. Die sieht so aus. Na gut.
Einmal. Ah, einmal reicht. So. Jetzt brauchen wir hier noch eine schöne Straße. So. Also, ich finde schon krass, ne? Das ist halt der Teil, wo alles entstanden ist. Das ist der Teil, wo sich alles ausgedacht wurde. Hier war doch Gold. Mist. Ach, da oben habe ich eine Goldmine schon. Aber hier unten war auch Gold. Das ist schon krass, finde ich. Wenn man bedenkt, da gab es halt diesen Wolfgang. Und der hat sich das ja überlegt. Das, alles mit den Straßen und die Warenketten. Jetzt ist die Frage, da oben ist auch viel... Ach ja, guck mal, hier ist ja auch Gold. Könnte man sich überlegen. Guck mal. Jetzt die Frage, wie baue ich Soldaten? Das muss ich mir mal gleich angucken. Das war nicht gut. Also jetzt sagen hier schon wieder ein paar Leute Bier. Ich rieche Bullshit und es ist Siedler 2. Aber wir überprüfen das. Hier ist ein großer Bauplatz. Die Gebäude kennen wir alle. Die auch. Die auch. Du, ich glaube, Bier war Siedler 2. Oh. Gold brauche ich, um Militärheiten aufzuwerten. Okay. Aber offensichtlich ist das hier eine grundlegend andere Mechanik, als wo es ab Siedler 3 so hingeführt hat. Es gibt keine Kaserne, wo ich Soldaten ausbilde, sondern es gibt Militärgebäude. Kleiner Turm. Also hier so eine Wachstube. Dann hier so ein Wachturm. Und eine Wachburg. So. Und da gehen eine maximale Anzahl an Truppen rein. So viel Waffen, wie ich habe. Ja. Also theoretisch könnte ich jetzt hier noch Burgen hinsetzen. Mache ich mal. Dann habe ich da an der Grenze ganz viele Truppen, I guess. Also, ne? Das sind ja, wie viel sind da drin? 9? Oder 12? 3, 6, 9, 12. So, dann habe ich hier quasi, wenn ich das richtig verstehe, achso, raus. 12, 24, 36, Quick Math, Truppen. Und mit denen kann ich dann wahrscheinlich hier über die Grenze Action machen. So stelle ich mir das vor. Bin ich soweit richtig? Habe ich Lager gebaut? Ich glaube, ich habe Lager gebaut. Ist das richtig? Habe ich Lager gebaut? Ja, scheiße. Die sehen sehr ähnlich aus. Hoppala. Geil. Ja, ja, Krieg kommt jetzt. So, wir spulen mal vor. Achso, wir können mal gucken, wie weit es hier... Die haben halt teilweise noch nicht mal angefangen zu bauen. Er ist schon sehr slow. Und ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, was man machen könnte vielleicht. So. Dann hat man hier einmal obenrum und untenrum Wege in die Richtung, in die Waren können. Ist die Frage, ob sie unten die Straßen denn überhaupt nutzen, weil es nicht die kürzeste Route ist. Wie entscheiden sie eigentlich, welche Route sie nutzen sollen, ne? Oh, okay. Wait. Die Smokes.
Hauptweg doppelt, die weichen dann aus. Okay, okay, okay. Cool. Dann würde ich das folgendermaßen vorschlagen. Wir machen hier eine Straße und ziehen die mal komplett nach da drüben durch. Ja, und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Mit natürlich dann Gabelung, die füge ich gleich hinzu. So. Schadet ja auch nicht, ne? Kostet ja auch nichts, die so zu bauen, oder? Wir werden sehen. Weil es muss jetzt hier irgendwie mal ein bisschen mehr Tempo rein. Offensichtlich, der Gegner macht gar nichts, das ist ganz nice. Für den Anfang zumindest. Für später wäre es schade. Hast du eine Kooperation mit Siedler, also Ubisoft? Alter, so wie ich die hier durchflame manchmal bei gewissen Teilen. Das wäre krass. Nein, da würde oben auch Werbung stehen. So. Meint ihr, das hilft schon mal ein bisschen? Ich muss halt jetzt noch Gabelungen hinzufügen, I guess. Ein Stück Straße am Ende. Nee. Ah, sorry. Dumme Apfeltasche. Jeder Rekrut, also ein freier Siedler, beginnt zunächst auf der schwächsten Stufe. Gefreiter. Leute, also was ist er jetzt? Ein Rekrut, ein freier Siedler oder ein Gefreiter? Du redest wahrscheinlich von Soldaten. So. Das heißt, ein freier Siedler wird zu einem Gefreiten. Um überhaupt ein Gefreiter zu werden, benötigt der Siedler je ein Schild und ein Schwert. Okay, das sind die Lowbox. Für die Soldaten ist es ein langer Weg zum Gefreiten, vom Gefreiten zum Hauptmann. Die Aufwertung erfolgt, Hauptmann ist anscheinend höchster Rat. Die Aufwertung erfolgt hauptsächlich in den Lagern sowie im Schloss. Der Weg der Aufwertung der Soldaten über die Wachhütten, Türmen und Burgen ist auch möglich, aber um ein Vielfaches langsamer. Aha. Okay. So. Sag mal hallo. Soll ich auch Männchen machen? Und Sitz? Hast du denn Leckerli dabei? Kriege ich dann eine Belohnung? Also was habe ich davon? So, so nochmal. Leute, könnt ihr vielleicht für ihn Hallo sagen? Das scheint... Guck mal, da geht es direkt zum Lager. Ehre. Das ist auch wichtig. Guck mal, die nutzen da unten die Wege gar nicht, ne? Das ist natürlich scheiße. Oder? Oder sind hier noch Leute erst auf dem Weg hin? Hier vielleicht... nee. Ja, vielleicht hier unten hin? Okay. Hier ist halt auch so eine Sache, ne? Hier oben rum ein Weg wäre noch Premium. By the way, ich habe hier doch Geologen hingeschickt. Aha.
Gut, hier kann Granit hin. Hier kann Granit hin. Nicht, dass wir jetzt hier gleich keinen Stein mehr haben. Das wäre bitter. So. So, jetzt sind hier Siedler auf dem Weg angekommen, aber hier gehen keine Waren durch. Deswegen, sie staunen sich hier immer noch an der ganzen Scheiße. Das heißt, ich muss irgendwie hier mehr Gabelung oder so machen. Das hat gar nichts gebracht. Guck mal hier. Wo staunen sich Waren? Hier ein bisschen. Hier ganz viel. Also ich probiere gerade viel rum, ne? Man merkt's. Hier gehen jetzt Ressourcen lang. Ehre in das Glas. Sehr gut. So. Ja, hier sind nur zwei Straßen. Und über den Schnee kann man anscheinend nicht so viele Fahnen setzen. Ist das Early Access? Eher late. Okay, ich würde hier nochmal eine Straße bauen. Mucke ist auf Dauer ein bisschen anstrengend. Aber das ist halt so... Ist das das nicht RTX on? Ist das 8-Bit oder ist das 8-Bit-Musik oder ist das... Nee, ne? Was ist das wäre? 16, ne? 32 alle? Hat das überhaupt Bit? Gute Frage eigentlich. Ne? So, hier noch eine zweite Straße. Es ist manchmal auch schwer, hier die Straßen zu treffen. So, hier haben wir jetzt auch wieder Gold und anderen Stuff gefunden. Bedeutet. Ah, kann ich aber nicht draufsetzen, weil es auf dem Schnee ist. Aber hier könnte man nochmal Granit machen. Okay. Dieses Fahnen-Ding ist halt echt crazy, ne? Ist das bei Siedler auch, Siedler 2 auch so krass mit Fahnen setzen? Oder wie ist da das Straßenbauen? Ist das so ein bisschen zackiger? Weil das ist hier schon sehr frickelig mit dem Klicken. Also normalerweise war ja auch früher so, ne? Da ist es vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen einfacher. Gleich, aber einfacher. Geht schneller. Okay. Ich glaube, Siedler 2 ist so ein Ding. Könnte ich mir vorstellen, das ist einfach nur ein richtig nices Upgrade zu 1. So. Hier könnte ich vielleicht auch was hochtransportieren lassen, indem ich das so mache. Ja, er sagt sogar, yep. So, und hier vielleicht auch. Schon crazy hier.
Gut. Ja, ich bin immer noch in dem Game. Also ich muss auch sagen, es ist wirklich ein sehr slowes Gefühl. Ich weiß, woran das liegt. So, aber ich habe ja halt gewisse Engstellen. Guck mal, würde ich hier unten rum irgendwie gebaut... Also, das würde halt nur noch länger dauern. Ich habe einfach gewisse Engpassagen. Die sind an... Also, zumindest auf der Map würde ich behaupten, nicht zu vermeiden. Ja. Aber ja, ich meine, ich kann hier auch nochmal vorspulen, bis die... Ja, gucke ich mir das noch einfach mal an. Guck, hier passiert noch... Also ja. Ich glaube, mein Startpunkt war auch ein bisschen kacke gewählt. Warte mal, wie ist es mit Stein? 75? Ja. Ich glaube, wäre das ein offenerer Startpunkt, beispielsweise hier bei sowas, da hätte man in jeder Richtung richtig gut Unternehmung starten können. Aber dadurch, dass es hier direkt so eng wird überall und hügelig, ist es, glaube ich, misslich gewählt. Weil dadurch hat man dann nur hier diesen Engpass nach Osten. Und halt nach Westen ein bisschen breiter, aber das wird dann auch schnell. Ja. Ich glaube, gerade der Weg hier nach Osten ist doof. Aber hier mit der zweiten Route, das geht jetzt ganz gut. Da wird auf jeden Fall auch jetzt geliefert. Vielleicht, was man machen kann, hier wird ja eine Burg gebaut. Kann ich ihn hier schön wegdrücken? Wait. Wait, hier wird gar keine Burg mehr gebaut. Der hat hier irgendwie einen Wachturm gebaut und mich weggedrängt. Oder hatte ich das Lager abgerissen und keine... Das ist eine Burg, ne? Ja. Hatte ich die Lager abgerissen und nie eine Burg gesetzt? Nee, oder? Ist die jetzt gerade fertig geworden? Weil eigentlich müsste doch jetzt mein Bereich hier den wegdrücken, oder? Ja, da ist noch keiner drin. Okay. Yep. Jetzt ist die Frage, wie reite ich halt eine Attacke, ne? Neue Lagerhalle wäre ich jetzt erst. Holy shit. So, sehr gut. Okay, das Ding ist, hier kann ich... Okay. So, da rennen jetzt die Truppen rein. Ja. So, ich glaube... Wir können mal gucken, was er hier hat, weil ich habe jetzt im Prinzip alles verstanden. Er hat neben seinem Schloss nur diese kleinen Wachstuben. Wie greife ich ihn jetzt an? Ich habe jetzt hier eine vollbesetzte Burg. Kann ich jetzt hier draufklicken? Guck mal. Wait. Wir machen erstmal so eine kleine Hütte hier weg. Und zwar eben linke und rechte gleichzeitig. So. Wait. Was heißt das? Das ist der Verteidiger, oder? Und hier ist er. Boah, das ist jetzt schwer zu deuten. Hier schläft einer. Ich kann anscheinend mit maximal 8 Leuten angreifen. Und, achso, das sind vielleicht meine 8 Truppen. 5 sind... ready? 2 müssen in Gebäuden bleiben und einer... 5 sind nah dran, 2 weiter weg und einer ganz weit weg. Ah.
Okay, dann greife ich jetzt an und guck, was passiert. Hier kommen Leute raus. Die rennen. Alter, die brauchen keine Straßen. Jetzt gibt's eine Attacke. Kommen hier auch welche raus? Nee. Ah, hier? Nee. 3. 4. 4. Attacke. Ackermatch. In so eine Hütte passen maximal 2 rein. Okay. So, die gehen jetzt mit 4 Mann dahin und hauen den auf die Fresse. Guck mal, das hier ist, glaube ich, sogar ein besserer. Das sind, glaube ich, die normalen, diese Gefreiten. In diesem Game ist einem halt nichts beschrieben, ne? Das, also 1993, guck mal, er kommt raus und jetzt gibt's Ackermatch. Ah, der ist gedodged. Er wartet auch respektvoll, es sind immer Duelle. Schade, ich hätte gedacht, die knüppeln den jetzt zu viert weg. Lol, er hat 1-1er gewonnen und er... Lol. Geil. Okay. Das war brutal. Okay. Da baut er ein Lager. Mir fehlt so ein bisschen eine Beschreibung. Ne? Also wenn ich über Sachen drüber habe, dass da steht, was das ist. Oder dass daran steht, was das ist. Kann man aber nicht erwarten von einem Game von 1993. Das sind 27 Jahre. Kann man dann nicht erwarten. Aber das fehlt so ein bisschen, ne? Aus heutiger Perspektive. Ich kann keine Wachstube mehr bauen. Keine Wachburg mehr bauen. Why? Gibt's da einen Cap? Okay. Also ich bin sehr gespannt, wie der gegen Siedler 2 wird, bin ich ehrlich. Ja. Aber an sich, wenn man hier alles gereilt hat, also die Komplexität für ein Spiel vor dem Zeitalter der Windows-PCs, das ist halt crazy. Ne? Und wenn man dann 4 Teile weiterschaut, bei dem Teil, dessen Name nicht genannt werden darf, wohin das geführt hat, wäre ich Volker Wertig. Ich glaube, ich würde Kalkhof abstechen wollen. Also nicht, ne? Aber also ich wäre echt sauer, glaube ich. Stell dir vor, du machst das hier zu einer Zeit, wo ich 1 Jahr alt war. Und dann kommt Teil 5 raus. Der Teil, dessen Name nicht genannt werden darf. Das ist halt... Boah. Na und ich denke mir, mit meinen Produkten oder Projekten sind bestimmte Sachen manchmal schade gelaufen und frustrierend. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Holy shit, ey. Sieg. Ah, nee. Sie haben einen Sieg errungen. Ja, geil. Sie wollten an dieser Stelle... Sie wollten an dieser Stelle gerufen werden. Oder sie sollten. Nein, Kalkofe mach ich da nicht verantwortlich. Ich meine, der war nur der Sprecher. Was? Und die werden dem schon gesagt haben, wie er das sprechen soll. So. Ne? Ja, so ist lustig, ey. Mach nochmal so. So wird es gelaufen sein. Denke ich. So. Kann ich jetzt hier eine... Ich mach nochmal hier auf Tempo 38. So, die Burg ist voll besetzt. Müsste ja, ne? Geil.
Ja, aber guck mal, jetzt löppt hier ein bisschen der Lachs, glaube ich. Also es macht schon einen guten Eindruck alles. So. Wie viele sind hier drin? 12 und hier 3. Okay. Aber jetzt auf einmal können da 3 rein. Crazy. Wir brauchen wenig Zeit, um runterzukommen. So, jetzt würde ich da mal eine Attacke reiten. Und zwar mit 11 Mann. Ist übertrieben, oder? Ist ja scheißegal. Ich denke, das passt schon. So, Angriff. Da, wo sein schönes neues Lager ist. Du kannst übrigens einstellen, dass mehr Leute aus deiner Burg rausgehen zum Angreifen. Und dass die stärksten Soldaten angreifen und nicht wie vorhin die schwächsten. Okay. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Also ich merke, das habe ich schon ganz gut gemerkt, ich merke hier, ich glaube es war hier, kann ich theoretisch, glaube ich, ja, hier habe ich auf einer, hier habe ich auf jeden Fall mehr Übersicht. Aber ich glaube, ich, nee, das ist, war das hier? Oder hier? Hier sind Soldatensymbole, genau. Ich glaube, man kann hier noch sehr viel optimieren, einstellen und so weiter, aber ohne Erklärung, geschweige denn, ohne Erklärungstext oder, also es ist einfach super, ne? Super schwer zu deuten alles, ohne Handbuch. Normalerweise hat man ein Handbuch dabei. Ich habe hier übrigens die ganze Zeit nur ein Forum und kein Handbuch. Alles auf voll und dann ein Minimum. Ja, also ich will jetzt hier auch nichts falsch machen. Ich glaube, das hier ist das richtige Menü. So. Das ganz oben. Ich glaube, das ist, wie voll sollen Türme sein. So, und hier ist der Gegner sehr nah. Hier ist er einigermaßen nah. Hier ist er recht weit weg und hier ist er nicht sichtbar. Ich glaube, das ist, ne, wenn ich jetzt hier einen Wachturm habe, der richtig weit weg ist vom Gegner, beispielsweise der hier unten. Wie voll soll der sein, glaube ich. So deute ich diese Bilder. So, da mein. Das heißt, die an der Grenze mache ich richtig voll. Voll. Und die auch. So. Und die im Land mache ich alle auf schwachem Minimum. So. So, dann. Ich glaube, das ist so, wie viele Leute hier Soldaten werden und deren Erfahrung und wann die Hauptmänner werden und so. Ja. Kann sein, dass das Handbuch online im Launcher erhältlich ist. Das kann sein. So, jetzt habe ich den richtig weggecuttet hier. Das ist super belohnt. Habe ich den komplett abgekattet? Muss ich mal gleich gucken. Ne, noch nicht ganz. Er hat eine Straße. Ja, das ist ja Game Over für ihn. Und sein Lager ist weg. Aber schade, ich behalte nicht die Ressource. So, ich glaube, wir machen den mit am Ende. Ach, die müssen jetzt erstmal in ihre Gebäude zurück. Na gut. Macht dich diese Musik nicht depressiv, Hello? Nö. Ich finde die eigentlich ganz nice. Also so auf Dauer, ja, dieses Gedudel hier mit 16-Bit oder was das ist. Aber die Melodien sind schon ganz cool. Also besser, als wenn mir wie in Teil 7 diese Truller die ganze Zeit ins Ohr brüllt. Das kann ich ja gar nicht haben. Du kannst dich angreifen, weil du jetzt falsch eingestellt hast. Ne, waren die nicht jetzt gerade alle unterwegs? Ach so. Okay, was ist
Was ist... Ich glaube, untere Reihe ist defensiv. Obere Reihe... Nee, I don't know. Was sind die beiden Reihen jeweils bei einer dieser vier Optionen? Spielst du alle Siedlerspiele? Jo. Oben Besetzung, unten die zurückbleiben. Ah. Ja, wir machen hier volle Offensive. Okay, mal gucken. Oh Junge, jetzt gibt's. Alter. Okay, ja. Hier, ja. 42. Zugriff. Okay. Jetzt merkt man langsam, in welche Richtung... Guck mal, hier. Invasion. Das sind schon, glaube ich, T3er. Jetzt merkt man, in welche Richtung das hier gehen kann, ne? Später. Guck mal, hier. Alter. 1993. Hallo, komm mal runter hier. Heftig. Guck mal, die haben das umstellt. Erinnerst du dich an G3? Was ist G3? In der Wüste die alte? Also, ich bin einfach beeindruckt, wenn ein 27 Jahre altes Spiel immer noch grundlegend Spaß macht. Gothic 3. Ach so. Die alte in der Wüste. Nee. So, haben wir es jetzt? Nee, da kommt der nächste raus. Okay. Ackermensch. Alter, er ist hochgesprungen. Krasser Dodge. Gut. Wie viel sind da drin? Kann ich das sehen? Nee, ne? Angriff. Alle draus. Wait. Jetzt gehen die zurück, ne? Nee, doch nicht. Oh, jetzt rücken die nach. Guck mal. Oh, ist das geil. Mensch, die Musik, die alte, die da rumgedödelt hat. Getrödelt. Die alte Musik, oder? Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Crack Cocaine. Ja, die Mucke bei Gothic ist auf jeden Fall auch insane, falls du das sagen willst. So. Ist jetzt hier mal... Also Leute, ihr müsst ja mal gemeinsam mal so einen Zugriff machen. Ja? Ein paar Jahre später gibt es so SWAT-Einheiten. Die gehen durch jedes Fenster gleichzeitig rein. Guck mal, die Mühle da hat so viel Öffnung. Rein da, jede Öffnung rein. Man kennt es. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr steht da mit 40 Mann drumherum. Mein Gott, jetzt beißt er ins Gras und slidet da weg. Weiß ich, also sehe ich Stats, wie viel sie da drin hat? Guck mal hier, der Aufstieg des Hennos. Weiß man, wie viel da drin sind? In der Militärstatistik kann man es so ein bisschen abschätzen. Frage ist... Achso, hier? Aha. Okay, sie hat 10%, ich habe 90% der Truppen Statistiken, I guess. Leute, alle angreifen. Wir brauchen mehr. Alter, wie viele Truppen hier drumherum sind? Holy shit. Die Frisur, die du hast, ist einfach die Furona-Frisur. Die hat jeder. Yo. Guck mal, er hat hier richtig geilen See, ne? Das Kämpfen wird bei Siedler 2 auch besser. Da bin ich gespannt. Ja, ich spule mal vor.
Kann ich hier auch noch andere Gebäude gleichzeitig angreifen? Guck mal. Hier, greifen wir die Hütte an. Können das nicht die Mann, die hier in der Nähe sind? Ja, oder? Nee, machen sie nicht. Boah, Alter, was ist in diesem Schloss drin? Alter. Ja, also... Es dauert halt, das Game. Es dauert. Aber was ich immer... Nee, das ist ja vollkommen objektiv und so. Aha. Die Sau. Was ich immer im Kontext rücke, wenn ich mir so die ersten Teile einer Serie anschaue. Habe ich jetzt gewonnen? Beim ersten Teil muss man ja immer sehen, was von null passiert ist. Und dann schaue ich, was von Teil zu Teil verbessert wurde. Revolutionärer wurde und so weiter. So. Und zum Beispiel, wir haben vorhin über Assassin's Creed gesprochen. Assassin's Creed 1 war für mich von null so sick. Allein wegen dem Klettern. Also ja, es gab schon ansatzweise bei sowas wie Prince of Persia Klettersegmente. Aber das war einfach, also Assassin's Creed 1, was nicht viele gut finden, was ich nicht verstehe, ist einfach ein Meilenstein in der Hinsicht für mich. Okay, der ist gar nicht besetzt, toll. Weil ich mir, ich erinnere mich an damals, ich war so gemindblowed für die damalige Zeit, was man in dem Game machen konnte. Das ging nicht in meinen Kopf rein. Greif mir mal an, ihr Lappen. So. Assassin's Creed 2, auch Hammer. Richtig geil, richtig nice. Alles ein bisschen verbessert. Neues Setting. Story ein bisschen nicht so repetitiv, die Aufträge. Also eine Sache, cool. Mehr Waffen, whatever. Aber von 0 auf 1 war crazy. So, und ich muss auch hier sagen, wir sprechen hier von 1993. Da wart ihr nicht auf der Welt. Viele, die meisten von euch. Und da hat sich jemand hingesetzt und das alles entworfen, Alter. Das ist halt sick. Das kann man, das kann ich mir gar nicht ausmalen. Weil ich damals ein Jahr alt war. Aber ich glaube, für Leute, die damals so, für die, wo das nicht das erste Videospiel war, die einen Vergleich haben für die damalige Zeit, was so andere Videospiele, gerade so im Strategiebereich, damals zu bieten hatten, für die ist das hier, glaube ich, dann einfach auch legendär gewesen. Ne? Denke ich. Also wäre ich damals so Teenager gewesen, beispielsweise, und hätte schon andere Strategiespiele gespielt, ich weiß nicht, was es damals noch so gab, ja, auf dem Atari oder sonst was, ich wette, Siedler war da halt insane. Jetzt geht doch in diesen Turm da rein. Ich meine, ich schicke jetzt alles drauf. Ja, Command & Conquer 1. Age of Empires 1. Auch so eine Dinger. Von 0 insane. Geht da jetzt rein, die Bude. Und hier auch. Wie check ich das hier nicht so richtig? Läuft nichts. Oh, 4000 Leute gucken mich hier beim Pixel-Gehackten zu, Alter. Alter, ey, wirklich. Haben die da ein Loch gegraben unterhalb des Turmes? Was ist denn da alles drin, ey? So, und was hier? Ah, hier wird jetzt auch angekämpft. Sehr gut. Das ist ein Scheiß. Das ist einfach... Das ist so stumpf. Also, was heißt stumpf? Aber das ist einfach...
Ich mach wieder Tempo hoch. Richtig Ackermatch überall. Sie haben einen Sieg errungen. Sehr gut. Hier auch. Hier nicht. Der ist hartnäckig. So, aber hier nochmal. Alles drauf. Und hier. Der ist nicht besetzt. Der ist auch besetzt. Zack. Wird nochmal geprügelt. Kämpft hier gar keiner mehr? Sind die alle jetzt verreckt? Nee, geht weiter. Alter, den haben die instant geholt, hä? Ich glaube, man kann auch irgendwie... Hier greift doch die ganze Zeit nur so T1-Viecher an. Guck dir das an. Oh, der hat... Hä, mein T1-Typ hat gerade deren T3er gewontappt. So. So. Danke, danke. Poggers in Chat, Alter. Ja, crazy. Gratulation, Ihre Feinde sind chancenlos. Sie haben diese Mission gewonnen. Also wirklich, wenn ihr richtig pixelige Kackscheiße darstellen wollt, bitte benutzt keine altdeutsche Schrift. Das ist ja übel schwierig zu lesen. Neues Passwort? Station. Neues Passwort? Ah, das ist die Troller, die ich besiegt habe. Ja, auch Corona-Frisur. Ja, scheinbar ist es irgendein Typ mit einer Zipfelmütze. Das sah so weiblich aus. Wollen Sie sich hier beenden? Ja. Aktuelle Spielstand wurde nicht gespeichert. Sind Sie sicher? Nein. Speichern. Wer weiß, ne? Sicher. Sicher. Oh, ich glaube, ich hab's gecheckt. Damals. Nee, okay. Hier sind jetzt zwei Gegner. Das sind andere Gegner. Zwei Mäuse. Okay, es ist halt heftig. Guck mal, bei Volker Wertig. Crazy. Okay, ich glaube aber, eine zweite Mission müssen wir nicht machen. Ja. Weil ich glaube, wir haben alles gesehen. Aus heutiger Sicht. Ja, ne? Sind wir ehrlich. Also war jetzt cool, mal reingeschaut zu haben, um das Spiel mal zu sehen, um die Erfahrung zu machen, wie das damals so war, um dann auch den Steigerungsgrad von Part zu Part nachvollziehen zu können. Aber ja, es ist halt 27 Jahre alt und dementsprechend gar nicht so wegen Grafik oder so oder Spielmechaniken, eher so Quality of Life Dinger fehlen da für mich, dass ich das wirklich mehrere Runden gerne zocke. Ja, also ne, dass da ein bisschen was beschrieben wird, benannt wird, mit dem Drüberhavern, ich habe es vorhin genannt. Nicht systemrelevant, das Spiel. Ja, aber sick, ne? Also wir reden hier über den Ursprung der Reihe.